Rund 85.000 Kilometer Pflasterwege durchzogen einst das Römerreich. Als das Imperium unterging, gediehen weiterhin am Wegesrand Städte und Dörfer, Traditionen und Kulturen. Wie bei der Via Julia, Römerroute im ehemaligen Noricum und Rätien. Sie durchquerte die Regionen Bayerisch-Schwaben über Oberbayern bis nach Österreich, verband Augsburg über Rosenheim mit Salzburg als Teil der Verbindung zwischen Konstantinopel und Lutetia. Den Namen Julia erhielt die römische Militärstraße jedoch erst im 19. Jahrhundert. Sie liegt zwischen Schwaben und Bayern, die Stadt Günzburg. Geprägt von der keltischen Flussgottheit Gontia, übernahmen die Römer Kult und Namen. Gegründet von Kaiser Vespasian 77 nach Christus für eine 1000 Mann starke Elite-Reitereinheit. Am westlichen Ende der Via Julia. Hier fand sich das bisher größte römische Gräberfeld nördlich der Alpen. Mehr als 1.800 freigelegte Gräber aus 5 Jahrhunderten. Rund 1.400 Grabinventare zeugen von der reichen Bestattungskultur. Von Brand über Familiengräber bis Urnenbestattungen mit feinstem Glas. Neben dem römischen Gräberfeld liegt heute Günzburgs Gottesacker. Auf ihm wird erst seit 1805 zur Ruhe gebettet. Es ist noch nie jemand davor gesprungen, wenn ich gesagt habe, ich bin ein Totengräber. Ne? Nein, es ist bei uns in Bayern ist es eigentlich noch ziemlich gängig, Totengräber. Weil früher war es auch so, also sie haben auch noch die Verstorbenen geholt. Das machen die Bestatter jetzt. Ich heiße Martin Schmid. Ich tue Gräber ausheben und halte noch allgemein den Friedhof in Schuss. Okay. Es war kaum noch jemand aufgebahrt bei uns. Es sind auch mehr die russischen Mitbürger, rumänische Mitbürger. Also da ist der Abschied schon noch wesentlich intensiver wie bei uns Deutschen. Mal sterben, nicht mehr da sein. Das ist halt was Ewiges. Also, wenn man tot ist, man kommt nicht mehr zurück. Ich habe halt jeden Tag mit dem Tod zu tun, aber deswegen mehr daran denken tue ich eigentlich nicht. Man muss auch abschalten können. Es gibt Menschen, die nehmen das mit nach Hause, tragen das noch im Kopf mit sich rum. Das muss man sich halt abgewöhnen. Auch wenn es der Friedhof ist, man macht auch mal seine Witzchen und so. Aber im Großen und Ganzen ist eigentlich nur meine Arbeitsstelle, mit dem wo ich meinen Unterhalt fürs Leben verdiene.
fühlt sich ganz wunderbar an. Mir gefällt die Figur, weil sie in der Zeit, wo sie mein Vater geschaffen hat, sehr zeitgemäß ausgeführt war und man damals natürlich noch aus christlicher Sicht sehr an der Auferstehung gehangen hat. Ich heiße Wolfgang Hummel, ich bin Steinmetz- und Steinbildhauermeister und habe hier in Günzburg über 40 Jahre meine Arbeiten am hiesigen Friedhof ausgeführt. Stein fühlt sich immer schön an und wer Stein bearbeitet, der greift auch immer mit den Händen ab. Der Friedhof ist mir sehr wichtig und ich beklage sehr, dass durch die geänderte Bestattungskultur so viel an Tradition meines Berufs verloren geht. Es ist mir klar, dass in der heutigen Zeit mit religiösen Skulpturen nicht mehr viel erreicht werden kann. Vieles, was neu reinkommt, wird bestimmt durch vorgefertigte Kataloge und Arbeiten, die eigentlich aufgedrängt werden. Als ich ein kleiner Junge war, ist durch einen tragischen Unglücksfall ein Bub umgekommen und die Eltern kamen zu meinem Vater und sagten zu meinem Vater, ihr Sohn sieht aus wie unser verstorbener Sohn, der kann Modell machen. Und deshalb ist es wohl ein ziemlich genaues Abbild von mir. Es war mühevoll für mich, so lang ruhig zu knien, bis mein Vater das Tonmodell fertig hatte. Weiter entlang der Via Julia. Die Alpenflüsse Lech und Wertach. Dazwischen ruht Augsburg. 15 vor Christus gegründet, wuchs aus dem Militärlager 100 Jahre später Augusta Vindelicum, Hauptstadt der neuen römischen Provinz Rätien. Kaiser Augustus, Erbauer Augsburgs, wandelte zu dieser Zeit die römische Republik zum römischen Imperium. Bereits im alten Rom verwendete man Gips zur Gestaltung, überzog Kalksteinskulpturen mit einer Schicht aus Stuck, glättete die Figuren für bunte Bemalungen. Mit dem Zerfall des Römerreichs bröckelte auch die Geschichte des Stucco. Über 1000 Jahre lang begraben und vergessen unter Ruinen. Ich hatte damals Abgüsse zu machen für das römische Museum. Und dann war ich natürlich da oft drin und habe mir die Sachen angeschaut. In meiner Lehrzeit wurde die groß restauriert und dort habe ich also dann mitarbeiten dürfen. Und die wurde dann damals eben umfunktioniert für das römische Museum. Über 50 Jahre her. Ist für mich der Sinn des Restaurierens. Wenn man in der Kirche arbeitet und hat ein Stück Stuck gefehlt, dass der wieder so ergänzt wird, dass es einfach wieder Einheit bildet. Also mein Name ist Werner Schwendner und ich habe gelernt als Stuckateur
und habe mich dann eben als Restaurator und Bildhauer weitergebildet. Ich wollte schon als Kind immer entweder Kunstmaler oder Bildhauer werden. Den Beruf Stuckateur habe ich ja nicht gekannt. Und mein Vater war bei der Post gearbeitet, musste also in der Früh um 4 Uhr schon raus, hat das in der Zeitung gelesen und dann eben gesagt, das wäre ja das, was du vielleicht werden möchtest. Und dann bin ich aufs Fahrrad und habe meinen Lehrmeister aus dem Bett geworfen. Somit habe ich also die Stelle bekommen. Das ist aber nur die katholische Kirche, die hier so bimmelt. Es war eigentlich viel zu schade, so eine Madonna wegzuwerfen. Das könnte auch eine Hausmadonna gewesen sein. Die meisten sind unheimlich schön, also jetzt einfach schon mal vom Bildhauerischen her gearbeitet. Und man sieht dann meistens, mit welcher Inbrunst diese Künstler damals versucht haben, diesen Figuren Leben zu geben. Auch bei dieser Figur, wenn man jetzt dieses Gesicht anschaut, das ist sowas Anmutiges. Vielleicht ist es auch nur die Mutterverbundenheit, die man eben in jeder Maria eigentlich sieht, ja, oder daran erinnert wird. Der ist schon doch. Meine Frau würde bestimmt sagen, das ist Zufluchtsort. Das erste Mal, wo ich richtig gesammelt habe, das war, wo ich der Leiter von einem Kinderspielplatz war. Und da hat mich halt auch interessiert, mit was die Kinder früher gespielt haben. Ja, und auf einmal war eine Sammlung mit Kinderspielzeug da. Und dann kommt noch dazu, dass ich etliches auch immer ganz gut habe brauchen können, auch als Vorlagen. Also gerade bei Plastiken, Tiere und so weiter. Also das ist, war immer dann auch ein Stückchen berufsverbunden auch mit. Höchste Zeit, dass man aufräumen sollte. Die Landschaften Altbayerns. Hier steht man noch in der kulturellen Tradition der Bajuwaren. Auch durch Jesenwang führte die Römerroute. Direkt auf ihrem Damm die Wallfahrtskirche St. Willibald. Bekannt für ihren alten Umritzbrauch, dem Willibaldsritt, eine Pferdesegnung. Entstanden 1712 als religiöser Schutz gegen die damals wütende Pferdeseuche. Jährlich empfangen vor dem Kirchendurchritt über 300 Pferde ihren Segen. Während dieses Ritus wird aus Leo Schmid eine Art Kreuzritter. Seit 15 Jahren mache ich das jetzt. Ich führe praktisch einen Zug an. Und bevor dass man in die Willibaldskirche durchreiten, bevor dass man einen Segen entgegennimmt vom Pfarrer, da wird mir das Kreuz abgenommen, weil das bringe ich nicht durch die Tür durch. Und das ist schon sehr bewegend, wenn man durch die Kirche reitet. Das ist schon, ich glaube, dass das schon einmalig ist. Das, was mich in der letzten Zeit ein bisschen stört, dass viele Traditionen einfach umgeschmissen werden. Weil da der Pfarrer keine Zeit mehr hat und da geht keiner mehr hin. Also für mich ist Tradition eigentlich schon sehr wichtig.
Ich heiße Josef Meid und bin Landwirt. Wir haben sogar eine Ahnentafel. Und interessant ist das, dass immer wieder waren nur Weiblichkeiten als Nachgeborene und musste wieder ein Mann einheiraten. Und somit bin ich jetzt die, wie viele Generation ist denn das schon? Ich glaube die 12. oder 15. Willibald, das ist ein Gelübde. Bin jahrelang mitgeritten und jetzt bin ich mehr beschäftigt mit der Organisation. Schauen. Pferde, das ist eigentlich ein bestimmtes Lebenselixier, Pferde. Wenn man die da mal verwurzelt ist mit den Tieren und hat da Draht dazu, dann ist das ist eigentlich das Höchste. Ja. Früher hat man da gesagt, Weiber sterben, kein Verderben, aber Rosverrecker, großer Schrecker. Ohne Pferd wäre ja gar nichts gegangen. Der ist vorbei. Hopp. Der ist uralt, der Spruch. Und das haben sie die früher, die Männer so, oder die Bauern so erlauben können. Heute darf man den Ausspruch nicht mehr so ohne weiteres. Ich habe heuer mit der jungen Sturz erst einmal das Kreuz geritten, weil Bertha ja nicht mehr kennen hat. Die ist jetzt 15 Jahre mitgegangen. Und jetzt habe ich heuer das erste Mal die 7-jährige Fuchsstur gehabt. Aber fehlerfrei. Problemlos. Problemlos. Das ist die Bertha. Mit der habe ich vor 20 Jahren angefangen zum Züchten. Es war Liebe auf den ersten Blick. Und die habe ich dann gekauft, 2-jährig. Dann hat sie hat nichts gekonnt und ich habe nichts gekonnt, weil ich bin noch nie auf dem Pferd geguckt. Aber wir zwei haben das exzellent hingebracht. Ja, sie kriegt halt jetzt noch ein bisschen Gnadenbrot und jetzt ist sie 22 oder wird 22. Und ja, mei. Bertha war, ist auch mein Leben gewesen oder war. Aber ich bin traurig und werde mir wahrscheinlich schon auch ein paar Tage brauchen. Aber ich werde nicht wahrnehmen, weil es einfach ein Tier ist. Das muss man halt immer noch, einen Unterschied sollte man eigentlich schon noch kennen. Das ist das süddeutsche Kaltblut. Ruhig, ausgeglichen, manchmal zickig, wie die Damen also sind, ab und zu. Aber ansonsten hat die ein ganz ruhiges, ausgeglichenes Wesen. Da habe ich einmal einen Mann gesehen, der hat hinten aufs Pferd die Hand draufgelegt und hat gesagt, geh weiter, geh einen Schritt. Und dann ist das Ross nur einen Schritt gegangen und das hat mich so fasziniert, dass ich heimgegangen bin und gesagt habe, so was kaufen wir auch. Ich bin schon gläubig. Ich bin also nicht jetzt der Kirchengeher oder Gänger, dass ich jetzt jeden Sonntag in die Kirche gehe. Aber wenn ich mit den Ross vorbeikomme, an einem Feldkreuz oder was, da bleibe ich eigentlich immer stehen und bete für mich am Vater unser. Und dann ist ein Sonntag halt ein bisschen mein Pferdetag. Da fahren wir ein bisschen spazieren. Das ist halt so. Die Via Julia. Heute als Radweg angelegt, durchquert sie im bayerischen Alpenvorland den Ort Rosenheim, vorbei an Seebruck am Chiemsee, bis über die Grenze Österreichs nach Salzburg.
Sie war eine der strategischen Straßen des Römerreichs. Zwischen Aying und Peis kreuzte die Via Julia die römische Straßenstation Isiniska, verband als kleiner Teil einer Konsularstraße das Imperium Romanum vom Schwarzen Meer bis nach Gallien. 15 Meilensteine, auch Miliaria genannt, aus der Zeit Kaiser Septimius Severus zeugen davon. Noch heute ist ihr Ost-West-Verlauf unter den Äckern gut zu erkennen. Unweit der Römerroute Kirchseon. Stadt und Brauchtum entstanden durch eine Naturkatastrophe. Nonnenfalter zerstörten 1889 die gesamte Waldregion. Beim Wiederaufbau halfen viele Österreicher und importierten den Brauch der Perchten nach Bayern. Robert, wo bist denn du? Ich hab ein bisschen Schnitzen. Ich heiße Herbert Schaufbauer, bin gelernter Bauzeichner. Und als Hobby habe ich mit 10 Jahren das Maskenschnitzen angefangen. Mittlerweile sind es fast 70 Stück. Das ist jetzt eine Klaubaufmaske, die sagt eigentlich, ihr könnt mich gar nicht ärgern. Ich ärgere euch. So habe ich eigentlich meinen Geist in die Maske mit reingeschnitzt. Robert, wo bist denn du? Gehen wir ein bisschen schnitzen. Ja, ich bin schon da. Können wir schon anfangen. Ich werde immer noch gefragt, magst du Zeichnungen? Ich sage immer, bis ich eine Zeichnung fertig habe, dabei habe ich die halbe Maske schon geschnitzt. Herbert, schaust du mal bei mir, was ich da am besten für ein Messer nehmen darf für deine Nase. Da unten? Da eine. Da unten ist am besten. Du nimmst das Messer da, ja. Und fährst da so schön gemütlich rein. Okay, ja. Mein Wissen ist halt vielseitig. Jetzt bin ich zum Beispiel dabei, dass ich das alles in Textform verfasse. Und ist natürlich eine große Aufgabe, denen jungen Kerle das beizubringen. Weil die brauchen natürlich für eine Maske, was ich vielleicht 2 Wochen brauche, brauchen die dann schon ein ganzes Jahr. Herbert, schau mal, ich hab wieder kaputte Masken gekriegt zum Flicker. Oh ja, was ist denn da wieder passiert? Ja, das ist beim Laufen runtergefallen schon. Ja, okay. Da werde ich aber einen guten Tag brauchen zum Flicker, zum Leimen und dann zum Nachmalen. Sollst du irgendwie hin, aber? Leg's mir da ab. Okay. Und ich mach's dann, sobald ich dazukomme. Der Herbert ist schon ein bisschen bescheiden, weil natürlich die Masken von außen wunderbar und auch die Bemalung, das ist eine Kunst. Die größte Kunst für uns Läufer ist, eine Maske zu schnitzen, die man 5,5 Stunden tragen kann und damit tanzen. Das ist für uns das Wichtigste, dass ich nicht später irgendwie ein aufgeschundenes Gesicht habe oder was. Das ist unser Leben. Wir sind beide seit über 40 Jahren dabei. Und sind reingewachsen und untrennbar, wir zwei und die Pferde. Ja. Wolfgang Üblacker, meine Funktion hier ist seit nunmehr 12 Jahren jetzt der erste Vorstand von den Pferden. Also wir haben ein sehr breites Altersspektrum und wir haben auch über ein Drittel Mädchen. Das gesellige Zusammensein gehört genauso dazu, wie die Tradition zu pflegen. Den Haufen an. Ich habe eine sogenannte Teufelsgeige, ist ein Stab mit 2 Becken. Ich gebe das Kommando.
meine Maske, die nennt sich Perat. Der Strahlende, der Schöne, leitet sich auch das Wort Percht ab. Das heißt, der Percht ist immer was Schönes. Durch diesen Krach wollen wir die Natur wieder aufwecken, dass im nächsten Jahr das Zeug wieder wächst. Es gibt auch diesen alten Spruch, so hoch wie der Percht springt, so hoch wächst im nächsten Jahr das Korn. Das Zweite ist, was wir noch machen, eine Art Beschwörung, sprich das Unglück für ein Jahr vom Haus und Hof vertrieben. Natürlich nur für ein Jahr, wir wollen ja nächstes Jahr wiederkommen. Die wichtigste Figur ist die Frau Percht, Januskopf, steht immer in der Mitte, ist unsere Hauptfigur. Zweigeschlechtlich, Mann und Frau oder hell und dunkel, Sommer, Winter. Eben diese ganzen Gegensätze, die im Leben vorkommen. Und um diese Frau Percht tanzen die Glaubauf rum zu den Glockenspielen oder eben Sprechgesängen, je nachdem. Ich bin ja fast bei jedem Lauf heute noch dabei und schaue mir das immer an, wie die Läufer mit Licht und Feuer agieren. Der Unterschied zu Fasnachtslaufen, die haben hinten Tücher, wir haben Pferdeschwänze. Früher war diese Sache aus Bast. Und da ist der ganze Kopf zum Teil abgebrannt. Und der Läufer hat zum Schluss manchmal keine Haare mehr gehabt. Und dann hat man Kleidehaar genommen und dann schmilzt es vielleicht einmal 2-3 cm weg. Aber dem Läufer passiert nichts mehr. Das Rosenheimer Becken, geprägt vom Grund eines ehemaligen Gletschersees. Hierher kamen bereits 15 vor Christus die Römer, unter der Führung von Drusus und Tiberius, Stiefsöhne des Kaisers Augustus, gründeten links des Inns die Provinz Noricum und rechts Rätien. Der Inn wurde zum Grenzfluss. Rosenheim. In Stadtnähe fand sich deutschlandweit die zweitgrößte Produktion an Terra Sigillata, dem römischen Tafelgeschirr. Das Tongeschirr, eine Entwicklung italienischer Werkstätten Ende des 1. Jahrhunderts vor Christus, wurde zu einem der Haupterwerbszweige der Bewohner von Pons Aeni. Die Herstellung war damals schon industrialisiert, mit vorgefertigten Formen und Abgüssen. Neben Falschbränden fanden sich auch 2000 Jahre alte Fingerabdrücke und Tierspuren im Lehm. Von Rosenheim. Hier errichteten im 1. Jahrhundert nach Christus die Besatzer eine Militärstation zum Schutz ihrer Flussbrücke. Daraus entwickelte sich die Siedlung Pons Aeni, Innbrücke. Auch sie gründeten sich in Rosenheim, genau 2000 Jahre später, als Verein. Ihr Schwerpunkt
Regionale Römergeschichte aus der mittleren und späten Kaiserzeit. Von 200 bis 400 nach Christus. Limitanei Pontainensis. Das heißt, Pfaffenhofen an Inn war eine Limitanei-Einheit stationiert. Grenztruppen, die sich aus der näheren Bevölkerung auch mit rekrutiert haben. Und die versuchen wir nachzustellen. Mein Name ist Peter Engel. Und ich bin bei einem großen Konzern in München angestellt und mache Projektleiter für technische Dokumentation. Anhand von Originalfunden haben wir eigentlich alle unsere ganzen Ausrüstungsstände rekonstruiert. Mich hat den Römer angefangen zu faszinieren, als ich 11 Jahre war und ein Buch über Römer gekauft hat. Wie aus einem kleinen Ort oder Dorf oder mehreren Dörfern so eine große Weltmacht geworden ist. Wie sie sich organisiert haben, wie sie sich weiterentwickelt haben, wie sie an die verschiedensten Orten gekommen sind, was sie dann auch gebaut haben. Und je mehr dass ich halt über die Römer kennengelernt habe, da habe ich eigentlich festgestellt, dass eigentlich die Zeit so 200 nach Christus eigentlich viel, viel interessanter ist als die Zeit, die man meistens immer von den Hollywood-Filmen kennt. Und auch mit den Römerstraßen habe ich mich dann beschäftigt, dass eigentlich bei uns eine sehr wichtige Ost-West-Verbindung war zwischen Augsburg und Salzburg. Natürlich auch die Situation der Straßenvermessung. Wie wurde das Ganze angelegt? Wurde das Ganze vermessen? Und da war natürlich so ein Trupp, wie wir jetzt das waren, so ein kleiner Trupp, mit einer Spezialtruppe, kann man sagen, mit Ingenieuren unterwegs und hat Stück für Stück die Straße neu vermessen. Ein Stück nach rechts, also von dir auf links. Gut. Schaut ganz gut, oder? Ja. Dann haben wir bei uns auch im Verein unsere Frauen, die sich sehr, sehr mit antiken Stoffen beschäftigen. Wie wurden sie hergestellt? Wie wurden sie gefärbt? Wie wurde das verwebt? Die Legionäre haben ja schon Socken gehabt, die wurden nicht gestrickt, die wurden in Nadelbindungen gefertigt. Kannst du mal die Nadeln geben? Die Nadeln, ja. Das sind so Dinge, die uns faszinieren. Oder wir versuchen auch unser eigenes Schuhwerk selber herzustellen. Die Römer haben Schuhwerk hergestellt für einen linken und rechten Fuß. Das Wissen wurde, ist verloren gegangen und erst wieder im späten 18. Jahrhundert wieder aufgegriffen worden, dass für die Leute Schuhe hergestellt wurden für den linken und für den rechten Fuß. Also Kochen ist meine Leidenschaft. Pfirsiche mit rote Beete in Honig-Pfeffersoße. Und dann kommt noch diese Gewürze dazu, wie Weinraute und Liebstöckel. Das Maggi der Antike. Ja. Eine typische Gemüsebeilage bei den Römern, die man zum Fisch, zum Fleisch essen konnte oder auch nur mit Brot. Das Interessante oder wirklich Spannende für mich ist diese Gerichte im Lager am offenen Feuer zu kochen. Also nein, also ich kann es mir nicht vorstellen, zur Römerzeit zu leben. Weil ich ein Kind der Neuzeit bin. Der Weg der Via Julia führt auch über das Chiemgau mit seinem bayerischen Meer, dem Chiemsee. Bereits von den Römern entdeckt, entstand an seinen Ufern Seebrugg. Damals bekannt als der antike Badeort Bedaeum. Gegründet 41 nach Christus unter Kaiser Claudius. Thank you.
die Kirche St. Thomas und St. Stephan. Er baut auf und großteils aus den Steinen eines spätrömischen Kastells. Bidaeum war auch ein Brückenkopf zur Sicherung der Fernstraße von Augsburg nach Salzburg sowie des Brückenübergangs über die Alz. Seinen Namen verdankt Bidaeum einem Flussgott, Bidaeus. Ein Keltenkult von den Römern übernommen, prägte gar den Chiemsee. In der Ferne das Salzburger Land. 15 vor Christi Geburt besetzten römische Legionen kampflos die spätere Provinz Noricum. Es begann eine fast 500 Jahre dauernde Herrschaft, auch über das keltische Iuvavum, heute Salzburg. Seine Blütezeit erlebte die Stadt unter Kaiser Claudius. Der Salzburger Residenzplatz. Fenster ins römische Iuvavum. In nur einem Meter Tiefe fanden sich bei Grabungen zehntausende Objekte aus den letzten 2000 Jahren. Schmuck und Kleidungsbestandteile zeugen von metallproduzierenden und verarbeitenden Werkstätten. Spezialisiert auf die Herstellung von Fibeln, Gewandspangen, Gürtelteilen und Bestandteilen des Pferdezaumzeugs. Fast in Vergessenheit geraten wäre auch eine neuzeitliche Schmucktradition, die süddeutsch-österreichische Tracht der Goldhaube. Ende 18., Anfang 19. Jahrhundert, da hat die Zeit der Goldhaube begonnen mit biedermeierlicher Tracht, bestehend aus schwerer Seide. Und unser Verein wurde 1956 gegründet, um wieder diese Tradition weiterzugeben und zu erhalten. Erstens wäre wichtig, dass das Kleid aus reiner Seide ist. Kunstseide ist nicht so erwünscht. Schminken nur äußerst dezent. Rote Fingernägel etc., das ist schon sehr verpönt. Und grellroter Lippenstift sowieso auch. Moderner Schmuck geht gar nicht. Aber es regnet nicht. Ich möchte es nur sagen. Ja, dann natürlich kein moderner Schirm, absolut unmöglich. Es müssen schöne Trachtenschirme sein. Ich habe den Verein 12 Jahre lang geführt. Mein Name ist Gerlinde Wolfsgruber und ich bin Ehrenobfrau der Goldhaubengruppe der Mozartstadt Salzburg. Die Florhaube wäre natürlich am leichtesten, gell? Die ist natürlich am leichtesten. Ich bin eine leidenschaftliche Dirndlträgerin. Danke. Das wurde bei mir zu Hause schon von meinen Eltern vorgelebt, dass am Sonntag die Lederhose und das Dirndl getragen wird. Mein Name ist Monika Schlager. Und ich bin die Obfrau-Stellvertreterin. Was dann noch mich bewogen hat, dass ich bei der Herstellung zu den Goldhauben gegangen bin, weil es niemanden mehr gibt. Die Bäuerinnen, die hören auf. Sie können es mit den Augen nicht mehr. Es ist sehr anstrengend. Ich habe mir dann eine Bäuerin gesucht und die hat mir dann dieses Goldhaubensticken gelernt. Bis jeder Nadelstich gesetzt ist und fertig ist, eine Goldhaube, sind bis zu 200 Stunden Arbeit drauf. Da bist du aber schnell. Ja, aufwärts. Je nachdem, wie reich bestickt das die Haube ist, dann wird es natürlich mehr. Aha. Das ist nur zum Tanzen.
Jetzt bin ich wieder jung, jetzt bin ich eine Jungfrau. Wisst ihr das? Früher, man sagt Mädchenhaube eigentlich. Ne? Deswegen, Margit, gell, hast du dich jung gefühlt als Mädchen, als Jungfrau. Mein Name ist Reinhilde Kirchtag. Ich bin die neue Obfrau. Und jetzt bin ich, wenn man so will, an der Spitze angelangt. Aber auch dieses ist verantwortungsvolle Aufgabe und sehr schön. Aber ich habe es ein bisschen unterschätzt, sagen wir mal ehrlich. So viele Leute unter einen Hut zu bringen, ist nicht so einfach. Die Wünsche und die Bedürfnisse der Einzelnen, schon vom Alter her, von den Mentalitäten her, ist etwas sehr Schwieriges, das zu bündeln. Ich verkleide mich nicht, denn das gehört zu mir. Und da habe ich ein absolut gutes Gefühl. Mich kann da keiner beleidigen, wenn er geringschätzig spricht. Ich stehe dazu, das ist meins. Ich habe auch kein Problem, durch die Stadt zu gehen und rund um mich die einen fotografieren, die anderen schauen und das muss man aushalten. Also ununterbrochen heißt bitte und stellen Sie sich dazu und ununterbrochen gibt es ein Foto. Ein bisschen stört mich die Jugend von jungen Männern, die das noch nicht so schätzen. Dass es auch wunderschön ist, wenn man sich heimatlich und schön kleidet, wie es halt hier üblich ist. Hier, am Fuße der Festung Hohensalzburg, endet unsere Reise auf der Römerroute Via Julia.